Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die DJI Spark. Wie ihr in meinem ersten Video wahrscheinlich gesehen habt, hatte ich in den letzten Flugversuchen das ein oder andere Problem zwischen der Verbindung, der Remote Control und der DJI Spark, sodass die Drohne meistens nicht über 40 Meter hinauskam. Ab und zu hatte ich sie mal so bei 150 bis 200 Meter. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem DJI Kundenservice. Die haben mir recht schnell und freundlich weitergeholfen, haben mir den Tipp gegeben, ein Programm runterzuladen von der DJI Seite, nämlich die DJI Assist 2. Damit habe ich ein Firmware-Update durchführen können und jetzt wollen wir einmal testen, wie die Drohne heute fliegt nach dem Firmware-Update. Hier ein kleines Update nach dem ersten Flug. Die Verbindung scheint jetzt doch deutlich besser zu funktionieren. Die Drohne fliegt auch relativ weit hier übers freie Feld. Bis jetzt alles zufriedenstellend. Als ungeübter Spark-Anfänger möchte ich euch jetzt gerne auch noch einmal die Gestensteuerung vorführen. So, ich drücke jetzt hinten einmal die Taste. In der Hoffnung, dass er mein Gesicht erkennt, was er gerade nicht tut. Jetzt zweimal hinten kurz drauf drücken. Jetzt hat er die Positionsleuchten grün gemacht. Und jetzt startet er. Zum Vergleich jetzt noch einige Aufnahmen mit der DJI Phantom 4. Ich habe beide Aufnahmen in 1080p angefertigt. Lasst euch einmal überraschen, wie die Bildqualität bei beiden ist. Wie ihr gesehen habt, gab es bei der einen oder anderen Geste dann doch noch etwas Schwierigkeiten. Es hat manchmal etwas länger gedauert, als ich dachte. Man muss sich teilweise recht ruhig bewegen, damit die Spark einen erkennt. Was auf jeden Fall funktioniert hat, sie ist nicht weggeflogen, sie ist immer wieder zurückgekommen und ist auch wunderbar wieder in der Hand gelandet. Als kleines Fazit vom heutigen Flug, also mein dritter Tag mit der Spark, ich bin nicht mehr ganz so enttäuscht wie an den ersten beiden Tagen. Auch die Verbindungsprobleme mit dem Remote-Controller haben sich jetzt verbessert und die Gestensteuerung werde ich noch etwas üben müssen. Ob ich eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für den Spark geben würde, weiß ich nicht. Ich werde es auf jeden Fall noch etwas weiter testen und euch auch weiter auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss, bye bye.